Sieh da, anscheinend müssen wir Nomen Kadoch danken. Der Sith ist gekommen. Ergebt euch, Sith. Die Padawan-Schülerin, die ihr sucht, ist nicht hier. Meister Kar hat ihren Plan erkannt und sie davon abgebracht. Das ist nicht euer Tag. Ihr habt eine einfache Padawan-Schülerin erwartet, die ihr besiegen könnt. Und jetzt sind wir hier. Macht euch keine Sorgen. Ich liebe es, Leute wie euch zu erledigen. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich bin Uldin und das ist Sylix. Wir sind vollständig ausgebildete Jedi-Ritter und ihr habt keine Chance gegen uns. Ihr solltet euch ergeben. Auch wenn wir noch nie einen Sith getroffen haben, der dies getan hätte. Ihr alle seid so versessen darauf, uns zu töten. Gebt es zu, ihr wärt enttäuscht, wenn ich aufgeben würde. Überhaupt nicht. Wir kämpfen niemals grundlos. Ich würde keinem Sith trauen, der sich ergibt. Mir ist es lieber, wenn er stirbt. Das ist sicherer. Ha! Wenn ihr weiter so denkt, werdet ihr schneller der dunklen Seite verfallen, als ihr meint. Haltet die Klappe. Bleib ruhig, Sylix. Der Sith versucht nur, dich ins Ungleichgewicht zu bringen. Lass das nicht an dich heran. Von uns beiden bin ich eindeutig ruhiger, einfach gelassener. Ich bin der bessere Jedi. Nein, ich werde mich nicht von euch provozieren lassen. Ich habe meine Gefühle im Griff. Ja, unterdrückt eure Gefühle. Verleugnet euren wahren Charakter, Sylix. Die Bombe tickt. Ich werde Ruhe finden, wenn ihr tot seid. Sylix, besinne dich. Nein, genug Geschwätz. Ihr sterbt, Sith. Was für eine Verschwendung. Ich hatte keine Ahnung, dass Sylix so unausgewogen war. Ihr habt seine Schwäche so schnell offenbar gemacht. Ihr fallt doch alle entweder an die dunkle Seite oder durch die Macht eines Siths. Nomen Kar wird beweisen, dass diese Worte falsch sind. Ihr habt gewonnen, Sith. Tötet mich, wenn ihr müsst. Ich habe keine Wahl. Möge die Macht mich aufnehmen. Du kontaktierst mich genau zur richtigen Zeit, Schüler. Ich wollte dir gerade Neuigkeiten berichten. Erzählt mir davon. Ich bin froh, berichten zu können, dass deine Taten erfolgreich waren. Ich habe eine Übertragung von Nomen Kar empfangen. Er fordert mich heraus, wenn man es so will. Auf Leben und Tod. Unser Gegner ist verzweifelt. Gewährt mir das Privileg, ihn zu eliminieren. Du kannst wohl Gedanken lesen. Kar versteht nicht. Unser persönlicher Konflikt ist für mich unwichtig. Er erwartet, dass ich die Gelegenheit ergreife, ihn niederzustrecken. Auf dich ist er nicht vorbereitet. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Das Duell findet auf Hutter statt, an dem Ort von Nomen Kars Verrat vor langer Zeit. Ein passender Ort für sein Ende. Besiege ihn, aber töte ihn nicht. Sein Leid wird auch seinen Padawan erfassen. Er wird der Köder sein, der sie zu dir bringt. Das klingt nach einem Plan. Ich spüre, dass Jessa Wilsam kurz davor steht, aufzugeben. Und Kars verzweifelte Taten belegen das. Unterwirf den Meister und die Schülerin wird ihn retten wollen. Das sehe ich kommen. Eure Anwesenheit verrät mir, dass Uldin und Sylix gescheitert sind. Was für eine Schande. Ich hätte wissen müssen, dass man Barras nicht trauen kann. Ich hingegen stehe zu meinem Wort und bin allein gekommen, wie vereinbart.
Euer Meister erweist sich als Feigling, indem er euch an seiner Stadt schickt. Ihr klingt erregt, Meister Kar. Sogar zornig. Euer Kreuzzug hat mir zu schaffen gemacht, Sith. Das gebe ich offen zu. Aber ich habe den Pfad zwischen der dunklen und hellen Seite schon einmal beschritten. Ich schritt neben eurem Meister und den Sith. Meine Verbindung zum Licht hat sie überlebt und euch wird sie auch überleben. Eure gemeinsame Vergangenheit interessiert mich. Was ist zwischen euch vorgefallen? Das ist nicht der Zeitpunkt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Die Lügengeschichten eures Meisters müssen genügen. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss euch beseitigen, damit alles wieder zur Ruhe kommt. Sobald ihr aus dem Weg seid, wird Jessa den Beweis liefern können, den ich brauche, um dem Jedi-Rat die Augen zu öffnen und Barras Netzwerk von Spionen bloßzulegen. Kommt schon, Kar. Blicken wir dem Tod ins Auge und klären das ein für alle Mal. Vielleicht geht's besser. Die Macht ist stark in euch. Ich muss tiefer graben. Lasst eurem Zorn freien Lauf. Nur so könnt ihr mich besiegen. Nein! Das kann nicht sein! Ihr müsst fallen! Ihr müsst vor mir niederfallen! Ich falle vor niemandem nieder! Meine Wunde ist tödlich, Sith. Zumindest sterbe ich in dem Wissen, dass ihr Jessa niemals finden werdet. Darth Barras hat uns geschickt, falls ihr Hilfe benötigen würdet. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Er sagte, Nomen Kar soll am Leben gelassen werden. Sollen wir ihn stabilisieren? Nein! Seid verdammt, Barras! Ich will sterben. Dann wird Jessa in Sicherheit sein. Ich bin noch nicht fertig, Kar. Ihr werdet leiden, wie noch niemand gelitten hat. Möge die Macht mich beschützen. Wir retten ihn und ziehen uns dann in ein benachbartes Gemach zurück. Beeilt euch, Männer! Der Jedi wird schwächer! Ja. Foltert mich, solange ihr wollt, Sith. Die Schmerzen schüren meinen Hass, meinen Zorn. Ich werde euch töten, euch und euren jämmerlichen Meister. Hört ihr mich? Ihr seid beide tot. Es ist herrlich zu hören, wie ihr diese vergifteten Gedanken ausspuckt, Jedi. Macht bitte weiter. Eure Selbstgefälligkeit ist eine Beleidigung. Ihr seid nicht besser als ich. Lasst mich frei, damit ich euch vernichten kann. Hey, sie ist hier. Wow, sie sieht ziemlich zornig aus. Jetzt sehen wir, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Sith! Eure Männer draußen haben mich vorbeigelassen, also erwartet ihr mich wohl. Beendet eure sadistischen Angriffe auf meinen Meister. Sofort! Jaysa, nein! Ich habe doch gesagt, dass du dort bleiben sollst. Wie kannst du es wagen, meine Anweisungen zu missachten? Werdet nun Zeuge der Zerstörung all eurer Hoffnungen und Pläne. Mein Opfer war umsonst. Dummes Kind, trotz all deiner Macht hast du nichts verstanden. Was habt ihr ihm angetan, Sith? War das schon immer in ihm? Nein, das kann nicht sein. Niemand kann eine solche Finsternis verbergen. Irgendwie habt ihr ihn in den Wahnsinn getrieben. Sieh in das Herz deines Meisters und erkenne die Wahrheit. Meister Kar hat mir beigebracht, meine Kraft nicht unüberlegt einzusetzen, nur wenn es notwendig ist. Ich wollte sie nie an ihm einsetzen, aber
Ich spüre Stolz, Neid, Hass und Zorn. Nein! Was für ein Sith-Trick ist das? Ich hätte es gemerkt, wenn er so eine Dunkelheit in sich gehabt hätte. Es erregt mich zu sehen, wie deine ganze Welt zusammenbricht. Ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier, Sith. Ihr habt Meister Yolak und meine Eltern getötet. Und jetzt habt ihr meinen Meister in ein Ungeheuer verwandelt. Ich habe all die Qualen gespürt, die ihr ihm zugefügt habt. Es muss jetzt enden. Halte mich auf. Komm und strecke mich nieder. Nein, ich... Ist das wieder nur ein Trick? Provoziert mich nicht, Seth. Ich werde da nicht mitspielen. Beweise, dass du recht hast. Vernichte mich. Es gibt keinen anderen Weg. Tust du es nicht, wirst du zusammen mit deinem Meister sterben. Ich habe euch gewarnt. Halt! Was habe ich getan? Jason, nein! Macht euch bereit zu sterben! Wie frustrierend! Ich kann euch nicht besiegen! War alles nur Lüge? Alles? Er sagte mir, die helle Seite sei stärker und dass ich deshalb die dunkle Seite durchschauen könne. Aber es stimmt nicht. Ich bin euch kein Gegner. Die dunkle Seite ist eindeutig stärker. Du hast deine Ausbildung noch nicht beendet, Jacer. Wenn du dich ganz der hellen Seite der Macht hingibst, kann sich dir kein Sith entgegenstellen. Niemand will mehr eure Lügen hören. Ich habe mein ganzes Leben Täuschung und Verleugnung erfahren. Ich dachte, die Jedi wären anders. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Ihr habt mir Meister Kars wahres Wesen gezeigt. Eure Macht offenbart den wahren Charakter einer Person. Die Angst, die ihr auslöst, bringt die Wahrheit ans Licht. Diese Gabe möchte ich auch erlangen. Ihr werdet meine Schülerin sein und ich leite euch auf dem Weg der dunklen Seite. Ich bin geehrt. So erfülle ich doch noch einen Zweck und habe ein Ziel. Was soll ich tun? Und was machen wir mit Meister K? Als erste Handlung unter meinem Befehl wirst du deinen früheren Meister umbringen. Ihr wollt, dass ich ihn töte? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich will nicht nur, dass du ihn tötest, ich befehle es dir. Ja, natürlich. Jason, der Sith macht dich zu einer Mörderin. Es ist für ein höheres Ziel. Ist das nicht ein Prinzip, mit dem die Jedi viele ihrer Taten rechtfertigen? Ich habe es getan. Nomen Kar lebt nicht mehr. Deine Schuldgefühle, der Rausch, die Verbitterung, das alles kann dich stärker machen. Meine Emotionen sind durcheinander, aber ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Mein Blutdurst wurde geweckt. Ich freue mich schon darauf, ihn mit eurem nächsten Befehl zu stillen. Ich habe Nomen Kars Tod durch die ganze Galaxis gespürt. Ich muss zugeben, ihn nach all den Jahren los zu sein, beunruhigt mich etwas. Ein ebenbürtiger Gegner ist schwer zu finden. Sorge dich nicht. Ein guter Sith pflegt stets neue Feindschaften. Wie ich sehe, hast du einen neuen Passagier. Jessa Wilsam, nehme ich an. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich spüre, dass sie dir ergeben ist. Wie hast du das nur geschafft? Ich kann sehr überzeugend sein. Das ist wunderbar. Einfach wunderbar. Nun bist du ohne Zweifel ein Meister der dunklen Seite. Nur die Besten unter uns werden bei den Sith Lords genannt. Du hast dir diese Auszeichnung verdient. Hiermit verleihe ich dir den Titel Sith Lord. Es ist mir eine Ehre. Durch deine beispielhaften Dienste ehrst du dich selbst. Wer sich in meinen Diensten einen solchen Rang erarbeitet, verdient eine großzügige Summe. Und nun feiere, wie du es für angemessen hältst.
Dann kehre zu mir nach Dromund Kaas zurück. Ich habe große Pläne für uns. Wow, ein Lord. Ich bin beeindruckt. Ich gratuliere euch, mein Sith Lord. Ihr beiden wart mir eine große Hilfe. In eurem Dienst zu stehen, ist Belohnung genug. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Jessas Quartier schon vorbereitet. Ich gehe und zeige es ihr. Ich habe dir nicht befohlen, ihr das Quartier zu zeigen, Twi'lek. Au! Gut, gut. Entschuldigung für das Angebot. Ein praktisches Spielzeug. Darf ich es mal versuchen? Hier, viel Spaß. Toll. Man muss nur hier drauf... Ah! Drück doch ruhig noch ein bisschen länger. Na gut, danke für den Hinweis. Au! 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 So ein Bantermist! Gib das Ding zurück! Setze es sparsam ein. Wir wollen ihr Gehirn nicht völlig rösten. Ich verstehe, mein Sith Lord. Ja, na gut. Lektion gelernt, schätze ich. Puh. Nun, mein Lord, jetzt habt ihr das Mädchen. Ein Sieg, den nicht einmal Barras erahnen konnte. Ihr seid jetzt ein Sith Lord und eure Macht wächst. Worauf wollt ihr euch nun konzentrieren? Noch befolgen wir Befehle. Doch schon bald steht der Meister selbst im Mittelpunkt. Falls ich für euch von Nutzen sein kann, lasst es mich wissen. Jetzt genießt eure Errungenschaften.